Hier ist das Dunkin' Donuts Trier Play of the Day der Playoff-Partie Gladiators gegen Kirchheim. Und wir blicken auf die spektakulärste Aktion dieses Spiels. Justin Raffington mit dem krachenden Dunking. Mit Autorität, ein klasse Spiel von ihm. Raffington machte zu Beginn der zweiten Halbzeit 10 Punkte in Folge, war auch Topscorer dieses Spiels. 20 Punkte, 7 Rebounds und spektakuläre Dunks von Justin Raffington. Sein bestes Spiel im Trikot der Gladiators Trier und das vor der Rekordkulisse von 3212 Zuschauern. Die Playoffs, Baby, ziehen die Massen in den Bann. Die Gladiators führen jetzt in der Serie auch dank diesem spielentscheidenden Korb von Raffington 13 Sekunden vor Schluss mit viel Hangtime nach dem Offensiv-Rebound. 2:0 die Führung für die Gladiators Trier. Das nächste Spiel findet am kommenden Dienstag statt. Dann geht's wieder nach Kirchheim. Das Spiel ist live zu sehen bei den Kollegen von sportdeutschland.tv. Basketball in Trier, Playoff-Basketball in Trier macht richtig Spaß.